Keep your life to your own. Return to Kitaba. So, wieder da. Yo. Oh. Ach, ich wollte doch die Videos gucken, ne? Ich habe auch ganz viele gesehen, die jetzt schon nur mit Energy Shield spielen, ne? Ja. Ja, der erste Link ist nur Energy Shield. Der kommt auf 14.000. Hui. Und er spielt auch mit diesem komischen Feuerstrahl. Also Wing, also RF und die andere Scheiße mit dem Feuerstrahl. Ja. No. Und nicht mit dem Dash, sondern mit so einem Teleportationsscheiß.
Den wird auch nur 7000 Energieschild abgezogen, wenn der seine komische Sprungattacke macht. Und mir haut der 10.000 Leben runter, ne? Im Sprung. Das sieht so chillig aus bei dem Spasti. Das gibt's nicht. Ah, oh, Gier ist halt auch teuer, ne? Wie meinst du? Ja, Energy Shield ist eigentlich immer so ziemlich teuer. Echt? Ja, ja. Der kann selber. Der kann sogar von den lilanen Kugeln getroffen werden und kriegt nur 9000 Schaden. Wenn er in diesem Schutzschild ist, weißt du? Mhm. Also wenn dieses Schutzschild kommt. Da fängt er so eine Kugel ab und... Nichts, Alter. Ich sterb von der Kugel. Ronne. Ja. Der erste Sechslink ist 110 Exalted Orbs. What? Ohne Sechslink 68. Naja. Hundertzehn Exalted. Ja. Fick dich! Oh. Kann man schon lange farmen für. Das ist räudig. Alter, der hat ja krasses Gear. Wird der andere wohl besser sein, der zweite Link. Weil der war, glaube ich, mit normalem Leben. Ja, der ist nicht mit Energy Shield. Aber der Typ wiederum hat Totem und Golem.
drei Flüche macht er. Der andere? Der zweite. Okay. Und der hat, glaube ich, auch mit Feuer gemacht. Der ist Level 93. Der Charakter. Ja, der hat oben mit Feuer geskillt. Oh, da sieht man das Gear ja gar nicht, ne? Nicht? War das nicht irgendwo? Nee. RIP. Das ist blöd. Die Kommentaren steht auch nichts. Er hatte auf jeden Fall dann ein Amulett an mit Gegner können einen Fluch mehr haben. Aber ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Hm. Energy Shield kann man ja vergessen, ne? Aber du kannst ja mal den Baum von dem angucken. Ja. Wenn du nach unten Mitte gehst, da wo unten auch der Juwel ist, ein Stück weiter oben. Was ist denn dieser Scheißbaum? Von dem Energy Shield meinst du? Nee, den anderen. Den anderen, ja. Da hast du ja unten mittig diesen Juwelsockel, ne? Ja. Oben drüber hat er ja den grün und da oben drüber ist er nur ein blauer. Und da drüber ist so ein Dreieck aus grün mit Maximum Life. Die hat er ja nicht geskillt. Ja. Die haben wir geskillt. Ja. Und dafür hat er aber oben, wenn du jetzt wieder nach ganz oben gehst, wo Increased Burning Damage ist, ganz oben links. Ja. Da unten drunter hat der dreimal Fire Damage geskillt. Dass ja, der jetzt dann kann man machen. 45 mehr Fire Damage. Wo meinst du, ist das sinnvoll? Ich weiß es nicht, ich hab's noch nicht getestet. Aber das kann man doch bei PoE Balding machen, oder? Ja. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ob ich dafür zu blöd bin. Ist ja nur die Punkte an- und wegklicken. Also ich habe jetzt mal... bin ich 91? Ne, ich bin 92, ne? Ich bin auf dem alten Stand hier. So. Einfach die Punkte und dann anklicken, die ich weg haben will. Ja. Okay. So. Scheiße, wie viele Punkte hatte ich denn vergeben vorher? Nur 113 Punkte habe ich vergeben. Ach, 114, okay. Thank you.
Jetzt habe ich einen Punkt zu viel vergeben. Kann ich theoretisch unten mittig, da wo ich eben sagte, mit den drei grünen Art of the Gladiator wegmachen? Klar. Oder ist das, ob man das unbedingt? Nö. Würde ich dann auf 335.000 Damage kommen? Vorher war ich bei 313, glaube ich. Wenn ich das soll mehr machen, ne? Ja. Weil dann brauche ich mit 18 Decks mehr. Warum nicht? Jetzt brauche ich wieder Decks mehr. Wo ich kein Deck mehr. Go with courage. Always keep your eyes on the horizon. Always keep your eyes on the horizon. Warum ist denn Energy Shield so teuer? Ich dachte, das ist nicht mehr so effektiv wie vorher. Ja gut, was er da hat, ist halt das plus 1 auf Socketed Gems. Ne? Hast du das krass oder was? Ja, dann sind die halt alle Level ja, 22 oder je nachdem, was für Gems du benutzt, 24 oder so die Gems, die da drin sind. Okay. Können ja normale Chevronne fangen an bei 45 Chaos Orbs. Sechslink. Ne, ohne Links. Ohne alles. Ein Sechslink ist der billigste 500 Chaos Orbs. Das ist aber. Es ist ja nicht nur die Rüstung, die wir brauchen, oder? Nö, das, du brauchst halt dann alles. Energy Shield. Das ist der Energy Shield. Haben wir da das komplette Gear?
Ja. Denn da Games and Gear. Da sagt er auch, wenn man nicht diese plus 1 Verzauberung hat, soll man irgendwie eine andere Rüstung nehmen. Stand da irgendwas von, glaube ich, oder? Oder andere Gems oder so. Empower 4 dann. Ja, Empower 4 ist schon teuer. Naja. Aber man kann das ja auch mit Empower 3 machen, oder? Oder 2. Ja, klar, das ist halt nicht so gut dann. Ja, klar. Das steht außer Frage, ne? Warum hat er denn zweimal intelligent auf seinem Ring? So, auf jedem Ring? Weil Intelligenz, je mehr Intelligenz du hast, desto mehr Energy Shield hast du. Also ist das so wie bei jetzt Stärke Leben. Wahrscheinlich. Oh. Ein Onyx-Amulett hat er. Cannot be stunned, 60 Chaos-Resistenz. Das Chayula-Ding, ja, davon ist gar keins drin. Davon gibt es gar keins zum Verkaufen. Hallöchen. Hallo. Von dem Amulett, von dem Onyx. Ja, wegen dem Impliz... Also, mit dem implizierten Mod schon. Ach, wegen dem implizierten Mod, da das, was ganz oben steht. 1% to all Maximum Ja, Resistenz. ist halt mega krass. Okay. Also, ich muss sagen, es fühlt sich super an, Alter. Ja? Ist bisher langsamer geworden, aber fühlt sich richtig geil an. Grafik top, Alter. Richtig, richtig geil. Auch die Stimmung, die im Stadion da aufkommt, zumindest bei den Vereinen, die da lizenzieren. Schießen Tor mit Dortmund, die Fans singen Hey, HBVB. Richtig gut. Am Ende habe ich 3-1 geführt gegen Schalke und dann hast du sogar gehört, wie die Fans einfach jeden Pass, jede Ballberührung immer Hey! Hey! Und dann war der Ball weg und dann kam Oh! Richtig nice, Alter, muss ich ehrlich sagen. Haben doch was gemacht, ne? Bitte? Haben da doch einiges dann verändert? Auf jeden Fall. So, also muss ich echt sagen, fühlt sich super an. Das birgt sehr viel Potenzial. Ich hoffe, dass die Patcher das auch anständig nutzen können. Oh. Mal gucken, ich habe jetzt 20 Screenshots gemacht. Meine Sammlung anzeigen. Mein URL kopiert. Voll verschwommen. Was? Der Arsch vom Dortmunder. Ja, das war auch. Bitte dich, was erwartest du? Einmal zurück zum Modusmenü. Ja, mit der Choreo im Stadion und so ist schon nice, oder? Dislike. Ich bin noch nicht bei der Choreo angekommen, ich habe gerade den Dislike für zurück zum Modus gemacht. Was? Sieht nett aus. Auch mit Spielertunnel und so, also das gibt's jetzt natürlich nur für die Stadien, die da zensiert sind, die sie eingebaut haben. Jetzt nicht für jedes 0815 Stadion, aber schon geil.
Scheiße. Wolf schreibt, was macht der Dembele da? Das ist aber nicht gerade aktuell, das Spiel. die privat geschrieben, oder was? Ja. Ja, 2018 und dann nicht aktuell. Ah. Traurig. Wo bleibt der Patch? Das Spiel ist seit heute draußen, Alter. Wo bleibt der Patch? Ein paar Stunden am Start, weißt du. Das ist 14,2 GB groß, das merkst du doch. Das sind viel mehr. Das ist das erste Pro Evolution Soccer auf dem PC der neuen Generation. Okay. Die anderen Teile haben sie ja immer. Also quasi die PS2 oder PS3 Variante auf den Rechner gebracht und nicht die für Xbox One und PS4. Mhm. Und jetzt haben sie endlich mal richtig aufgemotzt und die wirklich Next Generation Version auf den PC gebracht. Und dann merkst du direkt, Alter, das sieht halt so viel geiler aus. Also diesen Pro Evolution Soccer 2018 Stream Cake global gibt's immer noch ab 31 Euro. Ja, so viel höher wird der auch nicht gehen, aber. Brutal Construction, Pro Evolution Soccer war ja immer relativ günstig bei G2A. Oh. Ah, ich sehe hier bei PoE Trade oben in der Liste, ne? G2A Werbung. Ja. Pro Evolution Soccer 39,84 €. Ja, es kann sein, dass es dabei bleibt, das weiß ich aber nicht. 39? Euro 30? Ach, Premium Edition. Ah. Ja, wo ich das eben. Ich hab noch nicht so. Boah, jetzt hast du gestern 800 Euro, die willst du ja aus.